Ja, hallo in die Runde. Ich habe die Ehre, den letzten Vortrag zu beginnen. Aber bevor ich beginne, möchte ich eigentlich mal kurz eine Frage stellen. Mit was starten Sie jeden Morgen in den Tag? Eine Kaffee ist eine Möglichkeit, aber ich meinte noch eine andere. Wunderbar. Vielen Dank für das Stichwort. Duschen. Das sind unsere Produkte, da fühlen wir uns zu Hause. Man sieht es auch im Bild. Natürlich kann sich nicht jeder so ein schönes Bad leisten hier. Aber ich habe extra nochmal nach einer Studie geschaut. Über 60% der Bevölkerung in Deutschland duscht jeden Tag einmal. Also von dem her, unsere Produkte sind da ständig in Gebrauch. Und die durchschnittliche Duschzeit liegt bei 11 Minuten. Kann dann jeder für sich sagen, bin ich jetzt im Schnitt, bin ich Kurzduscher, Langduscher? Und das andere ist noch, der Großteil ist ein Warmduscher. Das heißt also, die kalte Dusche am Ende vielleicht, ja, nochmal kurz auf kalt drehen, damit man wach wird. So viel zu dem Thema Duschen, mit dem wir uns beschäftigen. Noch ganz kurz ein für uns zwei möchten wir uns kurz noch vorstellen. Mein Name ist Timo Zimmermann, bin seit über 25 Jahren bei der Firma Hansgrohe, habe dort meine Ausbildung begonnen, quer durch die komplette IT und betreue seit über 15 Jahren das Thema PIM und Website. Ja, mein Name ist Simon Wacker, ich bin seit knapp 20 Jahren bei Hansgrohe schon mit dabei und ja, zuletzt habe ich über 10 Jahre in der Infrastruktur mitgearbeitet, habe da diverse IT-Projekte vorangebracht und seit ungefähr 1,5 Jahren, bin noch relativ jung in dem Bereich, unterstütze ich Timo Zimmermann bei der Product Experience. Genau, was hat uns bisher beschäftigt? Seit 2004 setzen wir ein PIM-System ein, also wir haben früh damit gestartet. Ein eigenes System auf Basis von Lotus Notes, haben das dann 2010 durch damals Hybris, jetzt ist die Commerce Cloud abgesetzt, setzen das hier komplett ein, also jetzt nicht nur für Websites, sondern auch wirklich für das PCM und in dem Umfeld natürlich auch für das Print-Thema, also wir setzen das komplett in breiter Front ein. Wir haben der Beginn gemacht auch mit Quark Express. Das kennen wahrscheinlich viele gar nicht mehr, was das damals war. War eigentlich damals das wichtigere Tool zu Adobe. Sind dann über die Print Cockpit von Commerce gegangen mit den Plugins von Werk 2. Und 2017 war dann der Punkt, wo Commerce Cloud dann das Print Cockpit abgekündigt hatten. Und dann sind wir komplett auf den Publishing Hub, die Print Suite gegangen. Und seit einigen Jahren setzen wir auch den PDF-Renderer ein. Das so komplett so als die Historie. Das letzte Projekt, gerade ab 2017, mit Kolb Digital im Einsatz und ja, durften damals dann auch gestern den Preis für das Thema PDF-Renderer erhalten. Da bin ich wirklich stolz drauf. Ein paar Fakten noch zu Hansgrohe. Über 1 Milliarde Euro Umsatz, knapp 200 Millionen Euro Gewinn. Das sind ja noch die Zahlen von letztes Jahr. Dieses Jahr sind wir über die 5000 Mitarbeiter gekommen, weltweit. Gehören zu einer Holding von USA, die Masco. Aber ein Teil ist nach wie vor in Familienbesitz, wo wir auch sehr stolz darauf sind, dass wir da nicht von einem Investor gejagt werden, sondern dass das eine gute Gemeinschaft ist. Wir haben zwei starke Marken. Wir haben Axo als das Luxussegment mit viel Designern, die wir komplette Badambiente gestalten und Hansgrohe, die Profimarke für den Installateur und Handwerker, dass die entsprechende Qualität auch bei uns in den Produkten jederzeit gegeben ist. So, was machen wir in dem Umfeld mit Print? Unseres Marketing ist sehr aktiv, wir haben sehr ansprechende Bildsprachen, diese Haptik ist uns wichtig, auch unsere Produkte muss man fühlen, die kann man nicht einfach irgendwie
digital machen. Und jetzt kommt eigentlich der Punkt zu sagen, ja, wie gehe ich jetzt mit diesen Dokumenten um? Ganz klar, jeder macht das, nimmt die PDF-Dokumente und stellt sie auf die Website, aber das ist nicht wirklich eine Digitalisierung. Wo wir aber wirklich das Thema Print im Einsatz haben, ist Angebotserstellungen für unsere Kunden. Wir haben sehr tolle Projekte zusammen mit Architekten, Planer weltweit. Und dort gibt es sehr viele auch ansprechende Bilder, ganz tolle Projekte. Und wenn man sich diese Bildsprachen anschaut, dann wird man richtig neidisch, da möchte man wirklich direkt losduschen. Und dann kommt so ein Dokument um die Ecke. Das ist das Standard-Angebotsdokument aus dem SAP heraus, total nüchtern, nur mit Zahlen und Texte. Selbst die Texte sind abgekürzt, weil wir können nur 2x20 Zeichen als Texte verwenden, damit die Layouts passen und so weiter. Das war damals vor 2 bis 3 Jahren unser Anspruch zu sagen, dieses Dokument passt nicht zu uns, nicht zu unseren Produkten, da müssen wir etwas tun. Und da sind wir dann einfach auch auf das Thema PrintSuite mit dem PDF-Renderer gekommen. Und bevor wir jetzt uns die Inhalte anschauen, möchte ich Ihnen mal kurz die Architektur aufzeigen, wie das Gesamte eigentlich abläuft. Wir sehen auf der linken Seite, wir setzen SAP C4C ein. Das heißt, die Consultants erstellen dort ihre Spezifikationen, können dort Räume gestalten, also auch diese gesamten Produktlisten strukturieren. Und dann geht der Prozess los, wie mache ich jetzt daraus ein Angebot. Wir haben dann ein Add-on zu C4C gestaltet, das ist ein Webformular, da kann der Kollege dann verschiedene Parameter auswählen, verschiedene Individualisierungen gestalten, kann dabei dann auch auf das bestehende Zellum-System zurückgreifen, wo schöne Projektbilder hinterlegt sind, er kann aus dem Bestand sich etwas heraussuchen, aber er kann auch selbstständig direkt Bilder auch hochladen, die dann auch im System dann verankert sind und somit ein ganz individuelles Erlebnis für den Kunden hier eigentlich schaffen, allein schon mit so einem Bild. Anschließend wird diese Information zurück in C4C geschrieben und C4C triggert dann PDF-Renderer. Das heißt, wir haben dort eine XML-Schnittstelle, wo wir alle Inhalte übertragen, also praktisch die Steuerdatei. Der PDF-Renderer holt sich dann anschließend zu den Produkten die Daten aus dem SAP heraus. Das heißt, da kommen die ganzen technischen Details, die Merkmale, aber auch die Produktbilder, Maßzeichnungen, Durchflussdiagramme, alles Mögliche kommt aus dem SAP Hybris-System heraus. Anschließend brauche ich natürlich auch die Bilder, die ziehen wir uns dann auch wiederum aus Zellum heraus. Dann schüttelt PDF-Renderer in einer Blackbox das gesamte Dokument durch und liefert das Dokument dann wieder zurück ans C4C aus. Das ist so die gesamte Journey, die da eigentlich im Hintergrund abläuft, sodass wir eigentlich verschiedenste Systeme in diesem Prozess mit integriert haben. Wir haben dieses Projekt gestartet vor 3 Jahren. Und der Herr Wacker kam jetzt vor ein Jahr zu uns und hat dort ein Projekt übernommen, um das bestehende System nochmal weiter zu optimieren. Und das darf er jetzt direkt selber vorstellen. Wunderbar. Danke dir, Timo. Ja, also letzten Endes war das Thema, gerade durch die Individualisierung, was mir möchte, das Webformular aufbauen und auch den Kollegen mit anbieten. So erfolgreich in dem kleinen Kreis, wo wir es bisher mit angeboten haben, dass mittlerweile jetzt auch die Kollegen erkannt haben, wo verantwortlich sind für den kompletten internationalen Bereich, für die Großprojekte, dass sie gesagt haben, ja, wir wollen das jetzt komplett auf die ganze Welt. Ja, Hans Grohe liefert in 145 Länder und diese Länder sollen zukünftig auch über diese Spezifikationen Angebote mit erhalten. Neues Projektziel,
Also im Prinzip das Add-on zu dem, was wir bisher schon mit drin hatten, basierend auf der Architektur, wie es der Timo Zimmermann mit vorgestellt hat, haben wir jetzt als Ziele bekommen, die Verringerung des manuellen Aufwands. Also man möchte einfach noch weniger tun, weil die Leute momentan, wenn sie Spezifikationen erstellen und diesen Wizard noch nicht mitverwenden und diese Integration, machen sie alles im Word, im Excel, machen eigene PowerPoints, wandeln dies noch wieder in PDF um, schicken es raus und das wollen wir natürlich standardisieren, vereinfachen und somit natürlich dann auch den Arbeitsaufwand mit reduzieren. Das andere ist Corporate Design. Wir möchten einheitlich auftreten, nicht nur in Deutschland, nicht nur in USA, nicht nur in China, weltweit. Dementsprechend die Erhöhung der Anzahl der Länder. Das heißt, wir müssen gut liefern, dass die Kollegen das auch akzeptieren und das auch mit einsetzen. Weil wenn wir von der Individualisierung und von dem gesamten Prozess das so machen, dass es nicht intuitiv bedienbar ist, wer nutzt es? Dann gehen sie wieder zurück zum PowerPoint, zum Word, zum Excel. Und das ist nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen, dass die Kollegen tatsächlich einheitlich arbeiten können. Was haben wir dann letzten Endes für uns abgeleitet, was wir machen? Ja, wir wollen Verwendung von individuellen Texten auf der Startseite. Man kann sich das jetzt, wir werden es nachher sehen, im kleinen Ausblick. Wir haben eine Startseite gesagt, die möchten wir individualisieren. Dort sollen Texte mit aufgeführt werden, wo man dann auch eine persönliche Anrede mit draufnehmen kann oder auch das Projekt noch in kurzen Worten mit beschreibt, wofür das Angebot letzten Endes dann auch erstellt wird. Wir wollen ein Inhaltsverzeichnis mit Bildern. Bildern sprechen mehr als Worte. Ja? Also wenn ich unsere Produkte sehe, ich gehe jetzt mal ins Inhaltsverzeichnis, da steht Thales. Sagt irgendjemandem, außer Kollegen, wo da hinten noch sitzen, sagt irgendjemandem Thales etwas? Wenn ich eine Armatur zeige, ein Bild, können Sie mit Sicherheit was mit anfangen. Dann die optimierte Anzeige der Produktinformationen. Ja, es soll schön aussehen, es soll ansprechend aussehen. Für unsere Produktdatenblätter haben wir das Design angepasst. Das wollen wir jetzt natürlich auch bei uns in die Angebote mit reinnehmen. Kompakt die wichtigsten Informationen und das natürlich in einer Wertigkeit, die auch unseren Produkten würdig ist. Dann die Integration von mehrseitigen redaktionellen PDF-Seiten. Bisher haben wir, wenn man mehrseitige PDFs hinzufügen wollte, hat man pro Seite immer ein einzelnes PDF auswählen müssen, hinzufügen. Die zweite Seite auswählen, hinzufügen. Ja, langwierig, nicht intuitiv. Wenn ich ein mehrseitiges PDF habe, möchte ich draufgehen, füge es mir mit ein und dann wird es einfach in die Seitenabfolge mit integriert und so soll es zukünftig sein, ja? So einfach wie möglich. Dann die weitere Individualisierung der Kontaktseite. Am Schluss möchten wir natürlich die Kontakte nochmal präsent machen, dass die Telefonnummer da ist, die E-Mail-Adresse, dass man schnell wieder zu uns, zu Hans Grohe zurückkommt. Unbestellen kann. Und das soll natürlich auch schön und ansprechend noch für alle sein. Schauen wir mal an, wie das Gesamte dann tatsächlich leicht dargestellt. Wir sind jetzt nicht live, aber wir haben mal ein bisschen was mitgebracht, wo man mal sieht, wie es dann aussieht. C4C ist unser CRM-System von SAP. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, hier sieht man es wunderbar, Artikel entsprechend aufzuführen. Da habe ich eine Liste, es können ein Artikel sein, es können 20 sein, können aber auch 200 sein. Letzten Endes habe ich die Übersicht, ich habe hier auch individuelle Preise, das heißt, wenn ich mit einem Kunden eine Vereinbarung getroffen habe, ob er entsprechende Rabatte kriegt, sonstiges, ist hier alles im CRM entsprechend hinterlegt. Und diese Informationen, die wollen wir später natürlich auch verwenden. Jetzt der Timo Zimmermann hat in dem Architekturchart, war ja der erste Schritt, es kommt ein Mashup, eine individuelle Webseite für die Individualisierung. Die sieht so aus. Hier war natürlich auch bei uns das Ziel,
das soll aussehen, als ob man immer noch im C4C, in unserem CRM-System, unterwegs wäre. Weil für den Anwender, wenn er dann noch was anderes sieht, ja, ist dann schwierig, wo bin ich jetzt bin ich wieder woanders da, sondern soll so wirklich, man soll sich aufgehoben fühlen und das Erlebnis soll einfach schön sein. Der zweite Schritt, hier sieht man es auch schon mit Bildern, das ist die Vorauswahl, was wir mitliefern, die sind entsprechend auch gecached. Möchte ich mehr Bilder haben, gehe ich einfach auf das Icon mit drauf. Im Hintergrund geht es mir in den Asset Picker und ich gehe auf Zählum. Kann mir von Zählum entsprechend die Projektbilder, wo schon vorausgesucht sind, rauspicken und für mich in die Startseite entsprechend einfügen. Will ich eigene Bilder integrieren, ist das auch möglich. Dann kann ich natürlich noch weitere Schritte mit implementieren. Wir schauen jetzt aber noch kurz auf die Produktdetailseite. Da kann ich auch definieren, möchte ich jetzt, wir sind jetzt gerade noch mitten im Projekt mit drin, in der Umsetzung, will ich beispielsweise nur ein Produkt pro Seite, will ich zwei Produkte pro Seite, möchte ich noch die Maßzeichnung mit dabei haben, sollen die Awards mit angezeigt werden, wo wir für den Artikel überreicht bekommen haben, brauchen wir Qualitätsmerkmale, Zertifikate etc. Können wir entsprechend mit reinmachen. Gleiches kann auch sein, ich möchte einfach nur ein Vorangebot machen, ich möchte einen Kunde teasern und ich möchte es ohne Preise machen, dann kann ich sagen, zeig mir gar keine Preise an, sondern ich möchte einfach nur eine schöne Übersicht haben und die Bilder und die Artikelinformationen entsprechend verteilen. Klicke ich auf Senden drauf, läuft der Prozess im Hintergrund, wie wir schön gesehen haben, direkt an die Print Suite und dann kommt unser Dokument. Hier haben wir jetzt auch ein Doppelbild für die Startseite mit hinten dran. Man sieht, wir haben einen Beispieltext mit unten dran gefügt. Hier könnte man auch noch mal was über das Projekt schreiben. Bleibt uns frei. Was wir dann als nächstes noch haben, das Kundenlogo. Hans Rohr hat einen dreistufigen Vertriebskanal. Bedeutet, wir verkaufen an den Großhändler und dieser verkauft wieder entsprechend an den Installateur oder dann auch an die Kunden wieder weiter. Also wir machen keinen Direktvertrieb. Der Kunde hat sein Logo hier, erkennt sich wieder und wir bauen eine Kundenbindung wieder mit auf, weil er einfach, ja, er fühlt sich abgeholt, er fühlt sich wohl, er weiß, er wird von Hans Rohe ernst genommen und wir können eine Beziehung mit aufbauen. Beispielhaft bin ich jetzt hier mit im Bild. Ich bin jetzt in dem Fall unser Verkäufer oder unser Objektberater, wo dieses Angebot erstellt. Ich kann natürlich noch eine Notiz mit hinzufügen. Ich kann noch Preisinformationen mit reingeben. Ich habe die Gültigkeit mit dabei. Alle Informationen, wo für mich relevant sind. Was man jetzt hier schön sieht, das ist die Preisübersicht. Hier habe ich die Möglichkeit, unsere Listenpreise anzuzeigen. Da wir aber auch vom CRM das Gesamte starten. Vorhin habe ich darauf hingewiesen, dass wir ja die Preise, die Kundenpreise entsprechend im CRM haben. Die werden gesammelt mit dem, was wir in dem Mashup gemacht haben. Wird eine Kombination an Daten an die PrintSuite mit weitergegeben, wo dann auch diese Preise, die Kundenpreise in dieses Dokument mit reinwandern. Das heißt, wir haben hier immer den aktuellen Stand. Was wir auch für Möglichkeit haben, hier sieht man schön mit Single Room, Executive Suite, ich kann es nach Räumen aufteilen. Das heißt, ich habe ein Standardbad, wo ich definieren kann. Ich könnte aber auch sagen, ich habe ein exklusives Bad, wo ich mit drin habe oder ich habe beispielsweise noch die Küche, wo ich definieren kann. Ich könnte aber auch sagen, wir haben ja, einfach Standard, Luxus und kann natürlich so mehrere Preissegmente in einem Angebot gleich anbieten. Das war die Spezifikationsübersicht, wo ich einfach auch die Bilder mit zeige. Noch kurz die Artikelinformationen, also der Artikelname, was für eine Oberfläche wir mit dabei haben. In dem Fall haben wir noch die EAN mit dabei. Ein Preis und natürlich auch die Seitenzahl. Ich kann draufklicken,
im Dokument springe ich dann wieder direkt an die richtige Seite, wo ich das Produkt dann auch finde. Ein Produkt, hier haben wir einen One-Pager mit drin. Ich wollte jetzt nicht das Vierseitige mit reinnehmen, mit Explosionszeichnung und Maßzeichnung, sondern einfach wirklich nur die wichtigsten Informationen auf einer Seite. Man sieht, die Awards sind mit drauf, das Bild ist mit drauf, die Maßzeichnung, welche Technologien werden entsprechend verwendet. Und da kann der Kunde dann letzten Endes dann auch nochmal wirklich die Detailinformationen lesen, wenn ihm die Spezifikationsübersicht für den Kurzüberblick nicht ausreichend ist, habe ich immer wieder die Detailinformationen im Anhang. Die letzte Seite soll natürlich auch ansprechend sein. Standardbild ist mit hinterlegt. Wir hätten jetzt aber vorher auch sagen können in unserem Mashup, wir wollen ein anderes Bild. So kann ich auch für den Kunden ein individuelles Bild auch wieder direkt aus dem Zelum laden oder ein eigenes entsprechend mit einfügen. Hier bin natürlich ich als Angebotsersteller wieder mit drauf, kann aber auch noch einen zweiten Kollegen mit reinnehmen, wo beispielsweise im Innendienst arbeitet. Timo, also wenn jemand anruft, du weißt Bescheid. Und letzten Endes, die Angebote und Spezifikationen, was wir machen, ja, sieht schick aus und ist ansprechend. Und das ist das, was wir wollen. Wir verkaufen Designerprodukte. Gleichzeitig sollen natürlich auch die Spezifikationen, die Angebote, wo wir rausgeben, sollen natürlich auch entsprechend schick sein. Was haben wir denn gelernt? Was sind Projekterfahrungen, wo wir jetzt tatsächlich auch in diesem Projekt, in den Nachfolgeprojekten auch mal mitgemacht haben? Die Anforderungen der Fachabteilung sind oft nicht ausreichend, ja, wo man dann einfach viel nachfragen muss, nochmal Detailfragen. Dann, wo kommt denn beispielsweise der Preis her? Welchen Preis wollt ihr genau? Wenn man eine Menge anzeigen, wollt ihr die Gesamtmenge und dann entsprechend den Preis dazu? Wollt ihr dann den totalen Preis oder dann doch nur den Einzelpreis nochmal mit anzeigen? Dass man, oder braucht ihr beides? Das sind alles Fragen, die gestellt werden müssen. Dann ging es auch noch darum, Herr und Frau. Also wir möchten auch persönlicher werden. In der ersten Version, wo wir hatten, hatten wir in dem Kontakt, ja, stand einfach nur Simon Wacker, jetzt steht Herr Simon Wacker. Hintergrund ist der, wir haben auch viele Kollegen, internationale Herkunft, und dann weiß man manchmal nicht, ist der Name jetzt tatsächlich zu einer Frau angehörig oder zu einem Mann. Ja, in Deutschland haben wir es bei Kai, schon männlicher, wie aber ein weiblicher Name. Und solche Themen, das muss abgeklärt sein, wo wollen wir die Informationen herholen, wo steht die Wahrheit, und das muss natürlich mit definiert werden, das sind wichtige Erfahrungen. Dann automatisiertes Layout für unterschiedliche Produkte und der Informationsumfang schwierig. Wir haben Produkte, die haben relativ wenig Informationen, da haben wir Bullet Points, sagen wir mal 10, mit den wichtigsten Informationen. Wir haben aber auch Artikel, da haben wir 30. Das heißt, einmal haben wir ja, 10 Zeilen, einmal hätten wir 30 Zeilen. Wie kriegen wir das alles auf ein Blatt drauf? Das sind Abstimmungen. Das können wir nicht einfach mit den Kollegen, wo die Projekte verantworten, definieren, sondern da müssen wir wirklich mit dem Content Management in Rücksprache gehen. Da müssen Abstimmungen getroffen werden. Da sprechen viele, viele Parteien mit. Das andere ist, kein Low-Code-Projekt. Wer hätte es gedacht? Trotz Nutzung von InDesign hatten wir viel Programmieraufwand oder haben viel Programmieraufwand, vor allem C-Skript. Und da ist der Fachkräftemangel wirklich spürbar. Von dem her ganz, ganz gut. Ich war zusammen mit Timo vorhin in einem Vortrag, wo es darum ging, der PDF-Renderer Version 4.2. Soll jetzt mit Python ausgestattet werden, es soll einfacher werden. Wir freuen uns drauf für die Zukunft. Es ist mit Sicherheit die richtige Richtung, dass man da Komplexität rausnimmt und auch die Programmierung öffnet für eine breitere Anzahl an Entwicklern.
wo man dann auch wieder Leute findet, wo sich reinarbeiten können, wo unterstützen können, dass man genau solche Szenarien von Automationen, von Individualisierung entsprechend umsetzen kann. Weil letzten Endes alles, was einfacher wird für den, wo Daten eingeben muss, wird komplexer im Hintergrund. Und deshalb ist es wichtig, dass man dann auch schaut, dass man es weiterhin entwickeln kann und das Produkt überleben kann und nicht dann irgendwann dasteht, ja, wir finden keine Entwickler, wir müssen ein neues Produkt für das Publishing entsprechend einführen. Die Schnittstellendefinition zwischen C4C und PrintSuite ist projektkritisch. Das war auch nochmal mit einer Erfahrung, wo wir gemacht haben, es muss eine gute Abstimmung sein, die Kollegen muss man mit abholen und das Briefing muss auch passen. Und das hatten wir auch noch mit drin, die Performance für die Erstellung großer PDFs. Muss man dazu sagen, jetzt vorhin, das war aus einem Dokument mit 44 Seiten. Wir haben aber auch Spezifikationen in Südafrika, die machen es teilweise über 200 Artikel. Jetzt haben wir die Startseite gehabt, die Endseite. Man hat gesehen, pro Artikel haben wir mindestens eine Seite. Das heißt, wir haben irgendwo am Ende so ein 200 bis 300 Seitendokument. Da haben wir Wartezeiten von 6, 7, 8 Minuten. Das nimmt uns keiner ab. Teilweise haben wir einen Timeout von der Schnittstelle, weil das Dokument soll ja wieder zurückgeliefert werden an C4C, damit es im CRM dann auch wieder mit vorgehalten werden kann, damit ich weiß, was habe ich am Kunde geschickt. Und das sind Herausforderungen, die wir haben. Und umso mehr freuen wir uns natürlich auf die neue Version, können es kaum erwarten, hoffen, vielleicht da auch mal vorab mit reinschauen zu können, um dann tatsächlich da davon auch zu profitieren. Wenn von Ihrer Seite noch jetzt Fragen, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis wir zur Verabschiedung kommen, also bitte. Hallo. Hallo. Ich hätte gern gewusst, ob Sie, also die klassische Angebotserstellung haben Sie ja sicherlich in irgendeinem CRM System gemacht vorher. Ist das jetzt komplett abgelöst worden? Mussten Sie da an der Schnittstelle auch noch arbeiten? Haben Sie ein völlig neues Interface für diese Angebotserstellung auch durchführen müssen? Also wir haben nach wie vor im SAP die Angebotsprozess mit dabei. Also dieses Dokument, was man zu Beginn sieht, existiert nach wie vor. In dem Moment, wenn die Kollegen dann ein schönes Angebot gestalten wollen mit mehr Informationen, dann gehen sie über das C4C. Entweder sie bekommen das Angebot von SAP übertragen, sodass dann praktisch die Grundstruktur, die Artikellisten dort schon integriert sind, können das dann im C4C mit gewissen Strukturelementen noch organisieren. Das heißt, was der Herr Wacker vorgestellt hat, so, man kann das über Räume machen oder über Zapfstellen oder Alternativen und dann kann er den Spezifikationsprozess über diesen Prozess, diesen Service laufen lassen. Für uns war am Ende nur wichtig, dass die Informationen, die im Dokument sind, sind weiterhin genauso verbindlich wie im SAP und von dem her ist das parallel zu betreiben. Können Sie bei der Erstellung der PDFs auch Links, also Hyperlinks im PDF nutzen? Und wenn ja, warum haben Sie denn das Thema Bestellfunktion noch nicht direkt mit eingebunden? Guter Punkt. Also Links haben wir jetzt zum Beispiel bei den Inhaltsverzeichnissen auf die Seitennummern. Also dort, die Seitennummern sind verlinkt. Eine direkte Bestellung. Wir sind... Dadurch, dass wir jetzt im B2B-Kontext auch mehrstufig unterwegs sind, gehen teilweise diese Angebote nicht an die Personen, die am Ende nachher die Bestellung auslösen, weil da gibt es verschiedene Beteiligte, da gibt es den Investor, da gibt es einen Planer, da gibt es einen Architekt. Aber ja, ein guter Punkt, dass wir dann am Ende dann auch sagen kann, bitte bestell mir dieses Angebot. Ich habe eine Frage Richtung Digitalisierung und Archivierung. Wenn jetzt Individualisierung am Ende erfolgt, wie stellen Sie sicher, dass die Individualisierung irgendwo aufgehoben wird, um dann eine Nachverfolgung oder überhaupt eine Archivierung hinzubekommen? Also die Versionierung, am Ende ist es die Informationen, die wir ins PDF schreiben, die sind in unserem System persistent. Das heißt, das Dokument ist eigentlich nur eine Visualisierung von den Informationen, die im System hinterlegt sind.
Also letzten Endes kann man es vielleicht auch noch ein bisschen detaillierter beantworten. Wir haben die Informationen im CRM. Diese Informationen haben wir. Alle Informationen zum Produkt haben wir bei uns im PIM. Die Bilder kommen aus dem Zählum und somit können wir tatsächlich wirklich nur ein anderes Frontend anbieten, das dann auch wieder im C4C mit abgespeichert wird. Und somit haben wir das eigentlich komplett immer bei uns in der Hand. Und die Quellen werden nicht verändert, sondern es ist tatsächlich nur ein PDF, wo die Informationen schöner darstellt. Also am Ende ist es so, dass dann natürlich der Consultant bei uns im CRM als Kontakt, sage ich jetzt mal, auch das Angebot für die Person ablegen kann. Das haben wir jetzt nicht direkt automatisiert, weil je nachdem kann der Consultant mehrere Versionen erzeugen, bis er eigentlich inhaltlich zufrieden ist, sage ich jetzt mal. Dementsprechend obliegt ihm es dann nachher in der Kommunikation mit dem Kunde, sage ich jetzt mal, das Dokument dann auch mit an den Kontakt mit als Aktivität anzuhängen. Ja, mich würde einmal interessieren, ob der Erfolg dieser Maßnahme, ob der messbar ist bei Ihnen. Heißt, vorher wurden ja Angebote geschrieben, die waren aus irgendwelchen Gründen optisch, denke ich, nicht genügend oder ausreichend für den Vertrieb oder für Sie. Und jetzt gibt man solche schönen Angebote ab. Ist das messbar? Also haben Sie dadurch jetzt mehr verkauft? Werden die Angebote eher angenommen? Gibt es da Feedback aus dem Vertrieb oder wie? Also was wir versuchen ist zu sagen, dass der Consultant an sich überhaupt in der Lage ist, mehr Angebote in Summe zu erstellen, weil einfach der Prozess einfacher ist. Aber wie viele Rückläufe wir dann, positive Rückläufe und damit Bestellungen eigentlich haben, das haben wir jetzt nicht direkt mit dem Tool in Verbindung gebracht. Ein KPI haben wir. Wie viele Dokumente werden erstellt? Und anhand von dem können wir es natürlich messen.